liebe Filmfreunde, hier ist euer Forky87 mit mir, dem lieben Ebbe. Genau. Und heute gibt es ein Special Forkys schaut an Video. Aber nicht nur das, sondern was ganz Besonderes, denn nämlich der liebe Frank, lieb sei gegrüßt. Forkys goes to Frank. Ja, genau. Er hat ja dem lieben Ebbe was ganz Besonderes geschenkt, nämlich eine echte X-Rated VHS Hardbox Auflage von Das Foltercamp der geschändeten Frauen. So, und geil, jetzt pass auf, jetzt halt euch fest, pass auf. Und ich habe mir gedacht, als kleines Dankeschön, lassen wir uns mal selber foltern. Und, ja, aber halt anders. Und er, der liebe Ebbe, hat sogar noch einen VHS-Rekorder hier zu Hause rumstehen gehabt, ja, und hat es mal ganz fix angeschlossen an den Fernseher. Und jetzt werden wir dir zuliebe, Frank, dieses Filmchen Foltercamp der geschändeten Frauen auf VHS angucken. Und ihr dürft live mit dabei sein, also nicht live, aber auf jeden Fall mit dabei sein. Nämlich hier ist ein kleines Spieglein. Nochmal vielen Dank an die liebe Frau vom lieben Ebbe, der uns ihren Schminkspiegel hergebracht hat. Und ihr könnt euch hier begutachten, was wir hier gleich antun uns werden. Ebbe meint, was sagst du zu dem Film, ob der mir gefallen wird? Also ich freue mich. Ja, tatsächlich, ich freue mich. Jetzt doch, hier wird das Kino zur Folterkammer. Okay, also es könnte dann doch für uns auch Folter werden. Aber ich glaube, ja, bei dir wirst du wirst wissen, dass es so endet. Ja, ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt vor allem auf den X-Ray-Vorspann auf VHS. Okay, das ist schon ewig hier. Also, geil, ja. Ihr seid auch mit live dabei, wenn er jetzt höchstpersönlich diese VHS-Kassette, die halten wir mal ganz kurz in die Kamera, damit ihr auch mal wisst, wie die Kassette ansieht. Damit ihr auch wisst, was eine VHS-Kassette damals war, was wir auch hier gekannt haben. Nämlich das war das nämlich hier mal, so eine kleine schwarze Box. Ne? Und würde mal sagen, Ebbe, geh du mal vor, ja, und ich halte mal dann den Spiegel auf den Arsch drauf, okay? Gerne. Und das Folterkind der geschnittenen Frau. Ich fange an. Genau, also, es ist die erste Folterszene. Wir sehen jetzt hier, wie der liebe Ebbe die Kassette jetzt in den Play hier reinsteckt. Schauen wir mal, was selbst Play macht. Mir macht er nicht, muss ich machen. Und los geht's. Und wir stehen hier steht Stopp drauf. Hier steht Stopp und hier ist Play. Und jetzt geht's auch schon los. Oh, wir haben hier ein schneeweißes Bildchen. Wird sich gleich ändern. Hoffen wir mal. Also ich hoffe, es funktioniert auch alles, was wir uns so hoffen. Na klar. Liegt meistens am Kabel. Also ein paar Technische, für alle, die das nicht mehr kennen. Ja. Es gibt technische Probleme auch halt immer noch. So war's. Ja. Ja, guck. Also gut, Ebbe, du musst vorne bleiben. Ja, wenn man hier drückt, wird's besser. Der Tucci-Film. X-Ray Kult-Video. Geht jetzt schon los? Ja klar. Ich muss aber hier tatsächlich. Ja, ist doch wurscht. Fachmännischer Schlag leicht links. Warte. Das ist doch eigenartig. Okay, jetzt geht's los. Aber muss man auf Pause nochmal drücken, mein Freund? Ja, die Geschichte dieses Films ist eine Moment! Fiktion. Komm mal her, wir haben noch was vergessen zu machen. Ist es so? Also, der Film startet gleich decklos, aber wir haben ja noch was anderes bekommen von lieben Freunden, nämlich einmal hier Popcorn und auch das werden wir nämlich für ihn jetzt essen. Also das ist natürlich die größte Freude für mich. Popcorn und vor allem und Cola. Ai. Also wir trinken ja gerne, also wir auch natürlich hier Kaffee, aber ich trinke gerne mein Wasser. Also unser Wasser ist auch natürlich hier voran. Kaffee, Wasser, genau. Das sind so meine. Aber wir werden jetzt trotzdem auf dich anstoßen. Müssen wir leider. Das sind wir dir schuldig. Ja. Dann machen wir es auch. Am besten die Nase zu halten, mit Freunden, dann geht es genauso. Es reicht, danke. Ich habe extra so Pimpgläser geholt, guck mal. Ja, das sehen wir aus wie von Welt zum ersten Mal. Ja. So. Gott sei Dank liegt den Zucker nicht. So, na dann, auf Frank, oder? Auf Frank. Und auf die Folterkammer der geschändeten Frauen. Auf Rose. VHS. Na dann, Chapeau. Das ist kein Alkohol. Vielleicht sollen wir noch Kohle mit. Noch ein Whisky, ein paar Pillen und eine Filme dran. Kann ich sagen? Hab ich nicht. Ah, ist nicht okay. Vielleicht ein paar Eiswürfel, das Zimmertemperatur Cola ist echt. Ist das echt Müll? Echter Müll. Hm. Ja, ich habe mich schon besser amüsiert.
Also, okay. Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen Jackie Cooler, gehören wir dazu. Einfach um den Film vielleicht besser zu genießen können. Hm? Also, ich komme ja ohne Cola amüsiert. Meine ohne Jackie. Ich hoffe nur, dass das Bild eigentlich draußen aussieht. Ja, so ist auch wunderbar. So ist eigentlich okay. So. Vorhin war es wegen besser. Ich weiß jetzt nicht, ob was es liegt. Aber ich werde gerne mal gucken. Ich würde mal sagen, wir tun jetzt mal auf Play nochmal. Also er muss mal vorlaufen. Okay. Und dann schauen wir mal, was er macht. Und dann schauen wir uns einfach mal den Film halt einfach mal an. Und mal gucken, was passiert. Das Ende habe ich komplett nie kapiert. Das war jetzt echt doof. Das Ende war jetzt echt doof. Also, ich weiß nicht. So. Das war's nun. Die Folterkammer für uns. Oder zumindest für mich. Vorher haben wir uns über Frank noch gefreut. Jetzt müssen wir sagen, was hast du uns da geschickt? Und zumindest ihm geschickt. Ich bin ja froh, dass du es nicht mir geschickt hast. Ja. Aber wir haben es durchgezogen bis zum Schluss. Ich bin sehr froh, dass du es mir geschickt hast. Ja, ich kann auf jeden Fall mehr damit anfangen. Das auf jeden Fall. Das war genau das, was ich erwartet habe. Ja, ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich. Ist das so? Ja. Was hast du denn erwartet? Ja, mehr Folter. Ja. Also, okay, Moment, ich muss jetzt mal sagen, also wenn ich mit ihm Filme gucke, ich stelle fest, er ist ein schlechter Einfluss auf mich. Also muss ich wirklich zugeben. Also ja. Durch dich werden diese Filme witzig. Obwohl es eigentlich ein ernster Hintergrund eigentlich ist, also zumindest ein böser, also Folter, ja, ist eigentlich zumindest so fröhlich, aber mit ihm macht es irgendwie Spaß anzugucken, denn wir haben wirklich extrem viel Spaß gehabt bei den Filmen. Das muss man gleich mal sagen. Also zweit macht dieser Film Spaß. Aber das ist auch der Sinn dieser Filme. Also ich glaube auch, also man muss diesen Film zu zweit angucken, dieser Film. Dass diese Synchronisation, so wie sie ist, ja, zumindest in Deutschland, oder diese alten deutschen Synchros, sind ja dafür gemacht, dass du den ein oder anderen Schmunzler hast. Also ich glaube schon nicht,
dass es ein schlechter Einfluss ist, aber ich glaube, das ist echt gewollt. Also das nein, soll so sein. Aber ich glaube auch, Einfluss auf dich, das auf mich ist von dir schon auch. Ja, naja, weil du ja mehr voll erwartet hast. Also du hast ja gewartet, dass dir ne, Titten abgeschnitten werden am laufenden Band, oder was? Also, ich so erwarten würde. Ja, also, ich komme doch genau in deinen Blick sehen. Immer wenn die Dame blank gezogen haben, dann warst du hier schon, konntest du schon die Zigarette danach rauchen. Ja? Ich habe auf dem Gebiet natürlich mehr Erfahrung. Ja, das stimmt. Weswegen ich mal anfange und gleich vorneweg sage, erstmal fand ich diese Reise in die X-Rated-Vergangenheit war Gold wert. Also, das auf jeden Fall. Geil. Ja. Ist schon geil. Also das mal wieder so ein Tape zu sehen, ja. Also das muss ich wirklich sagen, das hat bei mir schon sehr, sehr viele Pluspunkte. Auch die Box an sich hat bei mir schon viele Pluspunkte. Der Film an sich, ich fand ihn jetzt so schlecht nicht. Ich fand ihn relativ kurzweilig. Wir hatten den einen oder anderen Lacher und haben uns zu zweit eigentlich sehr gut amüsiert. Ja. Ja. Das Bild der VHS war so nostalgisch, wie sie es gehört. Allerdings. Hat sehr gut zum Film gepasst. Sehr gut, ja. Also allerdings, wir hatten die perfekte Atmosphäre, was den Film auch nochmal anhebt. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall wahr. Die Atmosphäre zu der VHS-Edition, ja. Also VHS-Box oder VHS-Film. Ich würde glauben, hätten wir die DVD geguckt, hätten wir weniger Spaß gehabt. Denke ich, wirklich. Ja. Also ich meine, dass die Atmosphäre viel dazu beigetragen hat vom Video. War eigentlich rasant, ging auch relativ schnell rum. Nein. Wir hatten so in der Mitte dann so einen kleinen Hänger. Also ich musste mehrmals aufs Handy gucken, um auszuhören, ungefähr, wie lange der Film noch ungefähr geht. Ne, wir haben noch der Hälfte mal geguckt, aber so, okay, gut, die Hälfte haben wir. Aber die zweiten 45 Minuten vergingen eigentlich relativ fix. Und ich wollte dann auch wissen, wie es weitergeht. Also ich fand es eigentlich relativ clever mit dem Verräter, der dann doch ein anderer Verräter war. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen. Leider hat der Film nichts draus gemacht. Ja. Ja, also ja, das Ende war dann wirklich echt strange. Absolut wirr. Das hat leider den Film etwas getrübt, weil das Ende hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergeben. Also er wird aber falsch geschnitten. Ja. Das ist einfach falsch. Oder einfach der nicht getroffen. Ja, es war ja nicht nur das, sondern es war komplett. Also diese Bodentruppen der Asiaten haben ja gegen diese amerikanischen Hubschrauber gekämpft. Aber nicht, keiner hat den anderen getroffen. Die haben nicht gekämpft, die haben eigentlich bloß gegen nebeneinander geschossen. Genau, plötzlich haben sie nicht mehr gekämpft, sondern evakuiert und dann kamen aber die anderen wieder und haben aber auch nichts gemacht und haben am Ende den Hubschrauber nachgeguckt. Ja, also das war Quatsch. Ja. Das war akklimatisch. Also das ich habe eigentlich von dem Film wirklich mehr erwartet. Also gebe ich jetzt zu, es heißt ja auch Foltercamp der geschändeten Frauen. Und wenn halt so ein Film für mich jetzt heißt Foltercamp, es geht natürlich hier um Frauen, die halt eben in einem KZ festgehalten werden vom Vietcong, um halt eben dann als Attentäter eigentlich jetzt ausgebildet zu werden, um halt eben ja amerikanische Soldaten oder halt Oberbefehlshaber einen zu töten mit ihrem Charme und mit Bomben dann. Aber irgendwie, das ist alles so nur Larifari gewesen. Da war ja nichts wirklich. Also, nein, das war ja wirklich genau. Für mich jetzt passiert. Ich erwarte halt bei so einem, wenn es halt dieser Film schon so heißt, Foltercamp, ja, dass dann auch ein bisschen gefoltert wird. Klingt jetzt mal krass. Ihr wisst, ich bin auch ein wenig durchgeknallert. Aber irgendwie habe ich jetzt da wesentlich. Also, wenn man hinten die Bilder anguckt, ne, denkt man, wow, hier geht es ganz schön zur Sache. Also, aber das war nicht der Fall. Ich falle dir jetzt mal ganz kurz ins Wort, weil 50-50. Also, du hast 50% recht. 50% insoweit, dass ich es auch interessant fand, diese menschlichen Bomben, die am Anfang aufgekommen sind. Das war auf jeden Fall gut. Und das haben wir komplett fallen gelassen. Also das war überhaupt kein Thema mehr. Genau. Film. Ja. Genau. Das war eigenartig. Ja, das andere, mehr erwartet aufgrund des Covers, ist, wenn du jetzt dir eine Restaurante-Pizza anschaust auf dem... Ja, also, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Es ist logisch, der Film wollte verkauft werden. Und diese reißerischen Titel haben damals in den Schmierkinos halt die Leute gezogen. Ich meine, es ist logisch, dass der Film... Ne, super übertrieben dargestellt ist. Es ist ja wie auf jedem Horrorfilm steht, das ist das Härteste, was du je gesehen hast, weil es halt einfach zieht. Ja? Wenn jetzt halt da steht, ne, ist jetzt nicht ganz so blutig, aber gute Atmosphäre, wirst du weniger Käufer haben, wenn da steht, das ist der blutigste Film seit, keine Ahnung, Hannibal oder was jetzt von mir ist. Ja, also ich muss sagen, also das muss man natürlich schon analysieren, deswegen habe ich jetzt nicht mehr erwartet, sondern ich kenne diese Art von Film und weiß, was mich ungefähr erwartet. Er kennt es, ich ja nicht. Also ich... Ich schaue eigentlich diese Filme nicht, aber... Und für alle Filme, diese Genre, war er so schlecht nicht. Es gibt wesentlich bessere. Ja? Die Schlacht der Mandingos zum Beispiel und so. Also gibt wesentlich bessere, kenne ich auch. Es gibt auch wesentlich schlechtere. Also ich habe schon wesentlich schlechtere geguckt, die da wirklich noch hanebüchen, aber noch billiger gemacht wurden. Okay. Also es gibt es auch. Also ich finde jetzt, bin ich eigentlich jetzt nicht gemacht. Weil es war trotzdem coole Szene dabei. Absolut. Ne? Also wir haben ja alles. Es war echt gut gemacht, aber... Etwas mehr Folter hätte natürlich nicht immer schadet sein. Ja, gerade mal in guter Gesellschaft, wir wollen nicht zu zweit. Ja. Deshalb wegen mehr Folter natürlich klingt jetzt eigenartig, aber ist ja wirklich so. Hätte ein bisschen mehr Gas nicht geschadet, aber wir haben gelacht. Wir waren eigentlich interessiert. Ja, ja gut, ja.
wollten dann auch wissen, wie es weitergeht, haben es dann geguckt, also ich fand ihn trotzdem irgendwie aber kurzweilig. Er hat trotzdem ein paar Längen gehabt, muss ich sagen. Also ja, hätte, definitiv. Es hat, er hätte definitiv auch ein bisschen kürzer sein können. Also ich hatte schon ab und zu mal auf die Uhr gucken müssen, okay, wann geht jetzt der Film noch? Darauf will ich ja auch hinaus. Ich habe ja mit keiner Silber, wenn der Film war gut, sondern ich sage ja immer, er war nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Das ist halt auch nie wirklich gut. Also auf Fränkisch hat er gepasst. Bastschon. Das höchste meines Fragen ist Bastschon. Ja, Bast. Ja. Was würdest du für eine Bewertung geben, den Film? Von 10? Ja. Also in dem Genre von Film, also jetzt unabhängig von anderen Filmen, sondern sagen wir mal nur im Frauenfall der Film. Ja, also das müsstest du ja natürlich hier ein bisschen mehr... Genau, es ist eine 5 von 10. 5 von 10? Gesundes Mittelmaß, ja. Gesundes Mittelmaß. Nicht schlecht, nicht... Also ihr seht ja schon, wir haben hier zwei völlig verschiedene Meinungen. Also er hat natürlich hier 5 von 10, aber halt im Voll der Frauen... Für solche Filme. Da bin ich ein bisschen, ja nicht so ganz, noch ein bisschen jungvoll in diesem Genre, gebe ich zu. Also für meine Erstsichtung von diesem Film würde ich ihm jetzt eine gute, schlechte 3 geben. Aber wir haben natürlich auch zwei komplett verschiedene Filmgeschmäcker. Also von daher ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir keine derselben Meinung sind. Also ich würde jetzt dem Film ich würde schon fast eine 2 sagen, aber eine 3 von 10 Punkte ist dieser Film für mich, mehr ist es für mich jetzt persönlich nicht. Aber ist, wie immer gesagt, Geschmackssache. Genau. Oder halt hat er auf jeden Fall, mit der richtigen Gesellschaft auf jeden Fall. Ne? War aber spaßig. Ja, aber absolut. Noch einmal angucken, nein. Das wird auf jeden Fall bei mir nicht mehr passieren. Ja, könnte, das wäre ich so schnell jetzt alle machen, aber eine 5 von 10 in diesem Show. Man muss auch dazu mal sagen, lieber Frank, er wollte ihn gerne angucken. Ich habe mich jetzt eigentlich dazu durchgerungen. Ich will diesen Film jetzt sehen. Ne? Mhm. Ne? Und ich habe es geschafft. Und ob ich es jetzt wirklich bereut habe oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage. Ja, ich wollte nur nicht gucken jetzt, weil ich eigentlich was anderes vorhatte. Ja, mit dir. Ja, wir haben noch alles schon vor. Genau. Wir haben noch wenig Zeit. Ja, wir haben noch was anderes vor. Und deswegen hätte ich das lieber hinten angestellt. Bin aber jetzt ganz froh, dass wir geguckt haben, tatsächlich. Also ich bin noch fit. Und ich bleibe dabei, ja, ich auch. Und er war so schlecht nicht. Und da wir noch fit sind beide, kann er so ermüdend nicht gewesen sein. Ja, aber wieder durch unsere Gesellschaft. Also ich werde mit dir, oder werde mit euch, wenn ich ihn allein angeguckt hätte und ich hier gesessen wäre, ich wäre zu 100% eingepennt. Hm. Also da wäre es so gegangen. Ja, es ist natürlich eine Art von Film, die man mögen muss. Das ist einfach so. Ja. Ich habe auch nicht das größte Verständnis dafür. Also ich bin auch mehr gebildet, weil X-Rated. Ja, aber ohne X-Rated würde ich solche Filme auch nicht gucken. Also okay. Es gibt halt einfach, da gab es halt einige dieser Filme, kann man auch nochmal durchgehen dann, ja. Die Oase der gefangenen Frauen und so, da habe ich mich halt viel drüber gebildet. Ansonsten okay. Wüsste ich halt darüber auch relativ wenig und hätte jetzt, wäre das hier meine Erstsichtung gewesen in dem Genre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, puh. Also ich jetzt, puh. Aber es war natürlich durch die Atmosphäre, das war schmierig. Also das war auf jeden Fall wirklich geil. Ja, und das hat schon irgendwie alles gepasst. Also VHS-Look war wirklich sehr steil. Ja. Das hat wirklich extrem geil gepasst. Also hier wirklich nochmal danke für diese VHS. Ja, die Box ist, es ist einfach nur geil. Unschlagbar, ja. Da bin ich wirklich sprachlos. Also schon wie ich diese Kassette in den Player eingelegt habe, da lief es mir so ohne den Rücken runter. Ja, ja. Ne? Und dann X-Rated und irgendwie, das war geil. Einfach, das besinnt mich halt wieder dran. Also du siehst auf jeden Fall, Frank, wir haben trotzdem unseren Spaß mit unseren verschiedenen Meinungen auf jeden Fall. Also ich 3, du 5 von 10 Punkte. Aber so weit liegen wir gar nicht aus, oder? Nein, es ist zwischen 3 und 5, das ist, passt doch. Also wir haben es dann ungefähr gleich gesehen trotzdem. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt mit diesem Video zu Voorhees. Schaut an, das Foltercamp der geschändeten Frauen oder auch der halbgeschändeten Frauen, wie man sehen möchte. Ne? Oder die Folterkammer für uns. Die Folterkiste des geschändeten Wochen. Aber auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Und vielleicht gibt es noch ein Video in diesem Format noch mit dem lieben Eppi hier drin. Bestimmt. Da würde uns schon noch was einfallen. Oh ja. Ich habe da noch einige. Kein Problem. Ich muss sagen, ich habe irgendwie Spaß da gefunden. Also es passt ja auch perfekt in dieses Format rein. Ja. Also es ist ja Voorhees Goes, schaut an, ist ja eigentlich genau dafür, für diese Filme eigentlich genau gemacht. Ne, also manche habe ich ja schon eingereicht, wo ich nicht so gepasst habe, aber der Film passt auf jeden Fall perfekt, um wirklich meinen Horizont zu erweitern. Und ob man das eigentlich möchte. Und auch mal sowas Trashiges mit einzuschmeißen, also wo man wirklich wegen Emotionen hat. Und da habe ich ja noch einiges, was noch hanebüchen ist. Ja, also da gibt es... The Greasy Strangler, hast du den schon gesehen? Das ist eigentlich auch ein Film für dich. Das ist auch ein Film für dich. The Greasy Strangler. Das war das allererste Voorhees Shout an Video, glaube ich sogar. Aber wir sollten mal Brennpunkt Las Vegas gucken. Oder Frankenstein 80. Das sind Granaten. Alter. Das sind Granaten.
wir machen mal eins nach anderen. Genau. Wir jetzt aber jetzt also uns was anderes aussuchen. Ja, das war es erstmal von mir und von ihm. Bis dann. Ja. Frank, vielen Dank nochmal. Geiles Teil. Ja, das kriegt einen Ehrenplatz bei mir definitiv. Und ja, dann haut rein soweit. Denkt an das Foltercamp der geschändeten Frauen. Ja. Und an die Folter Voice. Könnt ihr euch drüber bilden? Gibt es auch von X-Ray auf DVD. Wer möchte jetzt und bei dem das Interesse geweckt ist. Vielleicht gibt es ja hier Fachmänner auf dem Gebiet, dann schreibt es in die Kommentare rein, was ihr dazu meint. Gibt es wirklich? Also es gibt Männer und Frauen, die befassen sich mit solcher Art von Filmen, die haben da vielleicht eine andere Denke zu. Ja. Und können da noch einiges dazu ergänzen, an jeder Zeit gerne. Wir sind um Gottes Willen nicht. Ohne Kommentare rein. Um Gottes Willen nicht. Ja. Ja. Und bis dahin, gehabt euch wohl und Buh!